Scheiße, ey, das hilft überhaupt nicht, Mann. Ah, vor allem irgendwie Anfang der Woche haben alle gesagt, ja, Donnerstag, da wird's wieder kühl, Mann. Da wird's richtig angenehm. So Mitte der Woche, sprich gestern, alle so gesagt, boah, ja, Freitag, da wird's wieder kühl, da wird's voll angenehm. Ich denke mir so, Ficker, Alter, ihr könnt das nicht immer weiter hinschieben. So, ich eben bei meiner Mama unten gewesen. Ich so, ja, zum Glück wird's wieder kühler. Was für morgen? Am Samstag? Ich denke mir so, ja, fickt euch doch alle. Fucking hell, Mann. Hallo Zero, hallo Buster Boy, hallo Giga Games. Ne, am Nordpol will ich auch nicht sein. Ich will einfach nur meine fucking Herbsttemperaturen oder so. Ich stehe voll auf Herbsttemperaturen, du Hurensohn, ich seh dich. Сказал один ветеран с большим секретом. Но через день бесследно исчез. Ja, das ist schön für dich, Zero. Kannst du jetzt machen, was kalt ist? Danke. Habe ich letztens neue Batterien gekauft für alle möglichen Scheiß. Fick dich, du Hurensohn, Batterie. Ja, das ist auch schön für dich, Zero. Das ist doch toll. Freu dich doch. Wir gehen mal hier oben hin. Da könnten neue Artefakte sein. Blitzartefakte sind immer gut. Ach, wenigstens hier regnet's, ne? Ich will da durch. Dammit. Komm da nicht durch. Durch die unteren komme ich durch. Und durch das hier vielleicht. Aber das wäre hinderlich, weil ich ja eigentlich in die Richtung will. Piep. Piep, boop. Ist da vielleicht auch was dran? Ja. Ah, das haben wir schon mal gelootet. Aber ich mach's mal leer, damit das vielleicht irgendwann mal respawnt. Hollow Tree. Hallo Tamron. Stash found. Ja, Tanro halb so wild. Zero geht's gut, keine Sorge. Den stört das nicht. Dummer Wichser, Alter. Wenn uns interessiert, ob es ihm gut geht, Mann. Wir wollen, dass es uns gut geht. Mal sehen, ob ich wieder irgendein behindertes fucking Werkzeug in einer fucking Dreckshuren so einer Kiste finde. Gif-Artefakt. Ja. Ja. Gif. Battery. Gif. Battery. Oh. I've done the fucky-wucky. Müssen wir einen Artefakt-Container schnell holen. Wenn uns die Battery voll in den Arsch strahlt, Mann. Ich will das Brot nicht wegwerfen, ich wollte es fucking verkaufen, Mann. Und zwar jetzt. Ohne Scheiß, Sandro, wenn ich du wäre, würde ich mir so einen Floaty Mac Float Boy holen, Mann. Würde ich mich drauflegen, mit dem Notebook oder so. Und dann chillen. Aber dein Float Boy braucht einen Schirm, weil sonst sagt der Notebook irgendwann, fick dich.
fucking Stamina, Mann. Wenn ich die ganze Scheiße wieder aufgehoben habe. Dem Chefkoch hier kann ich doch bestimmt sein Fehlcooking-Kit verkaufen, Mann. Hör mir auf, ey. Ich bin morgen auf Arbeit. Heute war Homeoffice, morgen bin ich auf Arbeit. Wenn es zu extrem wird, werde ich irgendwann mich in den Raum mit Klimaanlage setzen und mir sagen, fick dich alle, Mann. Ich halte sonst nicht aus. Battery gibt er ja gar nicht mal viel für, aber ist doch nur ein fucking Koch, ne? Die Battery werden wir nämlich wahrscheinlich auch loswerden. Stamina Recovery 27% geben. Ja. Wir haben schon das Bessere. Yo, tu mir den Gefallen. Nimm die beiden Penner. Gib mir Money. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Strahlenproblem, aber keine Sorge, Jungs, wir haben Zigaretten. Was ist das, Zero? Schmeißt du was in den Raum, so als wenn jeder weiß, was jetzt abgeht, Mann? Erklär doch einfach. Nein, Zero hat zwei. Keine Quest, kein Nix. Einfach nur ein fucking Kurier? Das, was man für immer hat, oder hast du irgendwie irgendwas gemacht? Boah, Giga Games packt aus, Alter. Packt auf und haut ein Wild auf den Tisch rum. Pam, pam, pam. Well, that's fuckery, I'd say. Keine Ahnung, meine Mom hat sich letzten Freitag oder so hat die sich verhoben oder verdreht oder falsch bewegt, so. Konnte zwei Tage nicht laufen. Die ist aber auch 56 oder so. Boah, Zero, kriegst du Retardinen? Ah, damn it. Ach, schade. Ich hätte der Retardin gegönnt, Alter. Obwohl's du bist. Ja. Krass. Nein, brauche ich nicht, Tano. Wenn die Haarwurzeln einmal F sind, dann sind die F. Dann bringt ja auch kein Alpecin mehr was. Kannst du eine Katze von mir aus mal gepflegt in der Mikrowelle einsperren, Mann?
Junge, was soll denn das? Hier ist irgendwo mein Loot und du stellst eine Anomalie hin? Bist du bescheuert? Aber nicht genau auf mein Loot, oder? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Wahrscheinlich in diesem Rohr hier, oder? Jo, Junge, da war schon das F. Hier ist überraschend wenig los. Ich trau dir nicht. Hey. Dieser Regen. Ich habe gestern den Ventilator rausgeholt. Einen von zweien. Weil der andere im Keller ist. Der eine, der war so convenient hinter dem Sideboard da hinten. So. Habe ich mir gedacht, so den grabbel ich mir jetzt schnell. Den im Keller, na gut, der Vorteil ist natürlich im Keller, da ist es schön kühl, wenn ich da runtergehe. Aber ich hatte noch keinen Bock, wieder in den Keller zu gehen. Wobei, ich war eben Wäsche anmachen. Wenn ich Wäsche aufhängen muss, kann ich hier mitbringen. Jo. Wieso lebt ihr noch? Wenn man den Umzug komplett selber macht, ja. Also ich hatte auch noch nie den Luxus, ein Umzugsunternehmen zu haben. Aber ich weiß jetzt schon, bei meinem nächsten Umzug werde ich wahrscheinlich mir sowas gönnen, ja. Irgendwie hat sich inzwischen so viel Shit angesammelt. Das ist halt komisch, man kriegt immer mehr Sachen. Ich muss mal Shit loswerden. Like, ich könnte easy mein altes Keyboard verkaufen, Mann. Werde ich wahrscheinlich immer noch 80 Euro für kriegen. Ich glaube, das muss ich mal bei kleinen Anzeigen reinsetzen. Wir gehen mal nach Xenotech und legen den Scheiß ab, den wir gefunden haben. Kriegen wir wenigstens gut Geld von ihm. Ja, so haben wir es halt bis jetzt auch immer gemacht in der Familie. Familie oder Freunde ranziehen. So, der Deal ist halt eigentlich... Ihr helft mir beim Umziehen, wir machen danach eine Feier oder danach gibt's was zu essen. So. Normalerweise helfen die Leute halt auch, weil das ist Vetternwirtschaft so, weißt du? Du ziehst ja nicht alleine um und andere, also doch, man zieht ja nicht als Einziger um, andere ziehen auch um und andere wollen dann auch mal Hilfe haben. Von daher, eine Hand wäscht die andere, was das angeht. Yo, du bist nicht Xenotech. Rishula, the job is done, give money, thank. Ja, die Expert-Tools können wir ihm auch noch besorgen. I see where that's going, Buster Boy. Das Problem ist halt, das ist halt auch eins mit weniger Tasten. Also das hat 71 Tasten oder so. Das ist nicht viel. Heißt nicht, dass man damit nichts spielen kann, aber... Ist halt schon wesentlich kleiner.
Oh, Tanro. Oh. Oh, Tanro. Ob das besser ist wie das da? Verstehe, mit dem konnten wir damals den Zeilenkill nicht machen, weil der das gar nicht kann, oder? Weil hier steht das auch in der Beschreibung drin. Terral! Ein Hydrate auf dich! Aber ECB-Ammo hat er doch. Nur die Hydra Shock. Ich meine, die ist gut, aber die will ich nicht. Ist teuer. Hunger, Durst, Bett, Lusche. Der Schuss, aus der Richtung Schüsse kommen, ist sehr ungewöhnlich. Ach, das ist der Bauernhof. Never mind. Ja, das liegt aber am Spiel. Irgendwas macht Stalker, das die Cam kaputt macht. Von daher. Gib dir Mühe, es zu ignorieren. Gegen Ratten gekämpft. Fucking Hellman. Gib mir deinen. Eigentlich will ich den Scheiß gar nicht mehr mitnehmen, ne? Okay. Meint ihr, das ist wirklich ein Event gerade, was da im Message-Log stand? Da stand da was von Bandit Squad Gone Missing, beziehungsweise Lost Contact in Truck Cemetery. Und das lohnt sich da mal hinzugehen und zu gucken. Vielleicht haben die ja krassen Loot dabei gehabt oder so. Ich gehe nochmal nach Sidorovic und hole mir nochmal ein bisschen Ammo, weil ich glaube, der hat ein bisschen Ammo für mich. Und dann gehen wir mal gucken. Falscher Art von Hund. Dammit. Fuck.
Fucking Hunde, Mann. Oh, es ist so gut, wenn die einem nichts tun können, ne? Wir waren mal fast One-Hit wegen der Scheiße. Wie viele sind denn das? Okay, wir brauchen einen Emergency Doggo Ball. Das ist ein Pacifier. Hat der Anzug aber diesmal gemerkt, okay. Selten, aber es passiert. Aber dafür haben wir kaum was davon gemerkt. Chop, chop. Uff, uff. Das Metaplay. Soll dieses Kindergelache im Hintergrund? Echt, das ist eins der schlechtesten Ambient-Elemente, die man nehmen kann, um irgendwie Horror- oder Horror-Survival-Stimmung zu fördern. Kindergelache. Like fucking hell. Ach, Zero, du bist behindert. Das war in-game. Das liegt doch bestimmt nicht daran, dass ihr das Spiel nicht auf 100% Volume hört. Gib mir meine Ammo. Du hast vielleicht Angst vor Verantwortung, aber doch nicht vor Kindern. Finanziell vergewaltigen, ah. Fick dich, Alter, das ist mir nicht wert. Ich brauch das gerade nicht. Ich bin nicht drauf angewiesen, Sidorovic. Aber da kann ich nicht nein sagen. Ja, Mann, das Indergelache. In der Hotline. Aber warte, das ist schon racist, oder? Wenn ich sage, Inder sitzen immer in der Hotline. Das nehme ich zurück, das darf ich nicht sagen. Junge, war das nicht mal ein Sammelpunkt für Rookies? Was ist denn jetzt hier los? No, Nazi klingt auch wie ein indischer Vorname für Männer. Truck Cemetery haben wir gesagt, ne? Pass auf, ich spawn und sterbe. Das ist verboten, Alter. Das Security-Level darf ich hier im Stream nicht verraten, Mann. Nee, ich war Haare schnibbeln vor 3 Wochen oder so. Ich bin actually kinda annoyed, weil die Front immer noch zu lang ist. Aber mich schneidet halt jetzt seit einem halben Jahr die Azubine, weil die sonst keine Modelle hat. So, und ich der Meisterin bzw. ihrer Ausbilderin eigentlich nur einen Gefallen dadurch tun will. Oh Mann, ich als Level 1 Support. Glaubst du nicht, dass ich nur Level 1 Support mache? In dem Moment, wo ich mich auf Level 1 Support zurück degradieren lasse, gehe ich da weg, Mann. So, jetzt spielen wir das Spiel. Wo könnten die Bandits sein, wenn sie wirklich existieren? Wir gehen mal den gesamten Truck Cemetery ab.
unsere... Ach nein, ich habe gerade gedacht, du redest wieder von meinem Betrieb. Nein, nein. Also, keine Ahnung, wenn es eine Tracy in the making gibt, Tracy, Stacy meine ich, dann ist dies so, nein. Ja, das ist, weil Zero kompensieren muss, man. Projiziert der auf den Stream und auf mich vor allem. Wenn ein Alpha-Chat alles bangen will, was auf dem Boden rumkreucht und fleucht, dann nein. Ich mag den Tower da hinten. Alter, das ist jetzt meine Planierraupe, Alter. Fickt euch doch. Was ist denn das für ein riesiger Schisch hier? Also eigentlich ist der das Gegenteil von riesig. Wobei, ist riesig, bezieht man etwas auf die gesamte Größe bei riesig? Oder auf die Höhe auch? Oder nur? Können wir das jetzt mal lernen? Nee, Soccer braucht less Foliage und less X-Ray Engine. Das sind nur Schweine und irgendein Dude. Nächste Katze. Ihr lebt und da gerade geballert war, nehme ich an, dass der Dude, der auf euch geballert hat, tot ist, oder? Wo ist er denn hin, Mann? Ich glaube, das ist generell eine ganz gute Stelle, um mal Ausguck zu halten, ob wir die Bandits finden. Da hinten geht er zufällig. Auch ein Duty Boy. Ich meine, ich habe eben auch was unten links gelesen von einem Duty Boy, von daher passt das. Das ist ein Pseudo-Hund, oder? Jungs, wir müssen in diese Richtung und zwar schnell. Oh shit, Alter. Das klingt richtig nice. Also Killing Floor 2 habe ich tatsächlich ziemlich zum Release gespielt. Auch bestimmt ein, zwei Wochen lang. Auch viel. Aber das war mir dann ein bisschen zu wild mit den Stat-Resets, die es zu dem Zeitpunkt noch immer gab. Und generell dem Content, der noch kommen sollte, beziehungsweise der noch gefehlt hat, weil das war ja irgendwie Alpha oder so zum Anfang. Kannst du mal abkacken? So, und ja, das hat mich ein bisschen genervt. Und dann habe ich es jetzt, wie gesagt, seit zwei, drei Wochen nach Release nicht mehr gespielt. Also inzwischen gibt es wahrscheinlich... Ach Mann, warum habt ihr denn keine fucking Schwänze dabei? Dementsprechend gibt es wahrscheinlich jetzt jede Menge nices Zeug. Und das Spiel ist wahrscheinlich mal wieder wert zu spielen. Finde ich auch, aber Terral, macht dir nichts draus. Wir wissen alle, dass Zero eine Special Snowflake ist. Das sagt zumindest seine Pflegerin immer.
Also kein Spiel für Zero. Ich finde mir noch einen Pseudo-Hund, der auch diesmal den Loot hat, den ich brauche. Da war irgendwas. Oder nicht. Wir könnten es hier nicht sehen. Pseudo-Riese. Möchte ich nicht hin. Welches Thema? Klingt Floor 2 oder was? Ich hab den immer noch nicht angesprochen, ne? Ich muss ihn mal drauf ansprechen. Der Wichser. Ich meine, man muss dazu sagen, wenn wir mit dem Taxi nach Hause fahren, die Taxifahrt kostet bis zu mir 20 Euro und bis zu ihm wahrscheinlich nochmal 5 Euro. Und fast jedes fucking Mal, wenn wir mit dem Taxi fahren, gebe ich dann Geld zum Fahrer und er macht meine Hand weg. Ich zahle das schon, ich zahle das schon. Wahrscheinlich, weil er total besoffen ist. Wahrscheinlich hat er nie Geld und kämpft dann noch mit dem Taxifahrer. Aber man muss wenigstens sagen, dass er zumindest fast immer die Taxis zahlt. Deswegen bin ich ihm da jetzt auch nicht böse drum. Keine Pseudohunde für mich, ja? Wo könnten wir von hier aus denn hingehen? Army Warehouse. Army Warehouse. Army Warehouse. Okay. Das ist eine eindeutige Botschaft, da will ich aber gar nicht hin. Wir versuchen uns nochmal mit Janov. Salat 61, 82, 96, 98, 89. So kann meine Maus ist super fucking heiß. Like, wenn ich meine Hand wirklich mal draufpresse, fühlt sich das an, als wenn die glüht. Vorsicht vor den Schienen. Man munkelt, darauf ist immer noch Starkstrom. So, hier bei der Brücke sammeln sich normalerweise immer Mutantenknubbel. Ist jetzt nur die Frage, ob wir Schweine kriegen oder Katzen oder normale Hunde oder Pseudohunde. Sieht so aus, als wenn wir weder noch bekommen. Ich bin auf dem Zug safe. Ich habe das Gefühl, das wird mich trotzdem vernichten. Wow. Ja, also die einzelnen Mutanten hier sind erstmal behindert. Da stehen Zombies im Eingang. Ja. Well, diese Richtung hat sich als Nita ergeben. Prometheus bei Stalker? Wie meinst du das? Ich befürchte, ich verstehe die Reference nicht.
Hier können wir mal gucken nach einem weiteren Elektroartefakt, ne? Mhm. Target acquired. Avoiding major anomalies. Setting path. Generator. Was ist das? Hm, das ist irgendein Shit-Artefakt. Wir kriegen gar nicht Strahlung. Das hat alles. Okay. This artifact generates weak electric currents and an electromagnetic field. It is a source of energy and therefore very much valued outside the perimeter. Has no useful properties. Hast du nicht gerade gesagt, dass ist das Strom drauf? Boah. Ah, das bin ich mir eigentlich gesagt nicht mal sicher, ob man das sehen kann. Wenn das... Es gibt eins, das so ein bisschen kinoartig ist in den Outskirts. Ich glaube, hier haben wir auch noch nie jemanden getroffen, ne? Gibt immer ein erstes Mal. Aber nicht heute. Sieht ziemlich fucking leer aus. Oh? Altern Chocolate Protein Bar, Mann. So, wir kommen nicht auf das Haus selber drauf, ne? Das ist schade. Ich benutze gern Ausguckpunkte, um die Hunde zu suchen, jo. ACP Rounds, nice. Empty. Aber ja, wenn wir das nächste Mal eine Nachricht kriegen, dass irgendeine Faction einen verlorenen Squad oder so sucht, ist das entweder Radio Noise oder wir haben beim Cemetery wirklich keine Bandits gefunden, die da aber waren. Buggerboy ist wahrscheinlich auch nix. Bleibt eigentlich nur noch die Ecke um das Ding rum. Wobei, ob es im Nordwesten noch Mutant-Spawns gibt? Ich könnte mich nicht dran erinnern, da schon mal welche gesehen zu haben. I don't know, boys. Anomalous Growth. Da ist was drin. Das Problem ist, es ist eine Toxic Anomaly und da haben wir bis jetzt oftmals schnell einen Kürzeren gezogen. War aber diesmal okay und unser Equipment ist nicht weggerüstet. Aber das Artefakt ist scheiße. Ich werde darauf nicht kommentieren. Oh, wait, I just did. War gerade voll die fette Eule, Mann. Die hat so rumgegurrt, so. Die Tauben, die hier leben, keine Ahnung. Ich lebe ja hier im Dorf. Ich bin ja quasi hier im Dorf geboren. So, und die Tauben hier, ne, die machen schon seit über 20 Jahren dasselbe fucking Geräusch. Die machen immer so. Like richtig fucking behindert.
Das hätte ich denken können, machen die dasselbe fucking Geräusch, Mann. Oh, hey, Buddy. I'd rather not. War ich auch, ja? To a barrel. Schwang. Gehe ich diesmal wirklich zuerst in die richtige Richtung zum Händler? Ich glaube es nicht. Wenn der mir die Preise schon gibt, dann ist es gar nicht so schlecht. Ist okay. Was immer der da labert. Wir gehen weiter. Ich find's komisch, dass das hier Freedom Territory ist. Das signalisiert mir, es müsste auch noch eine zweite Duty Base geben in dem Spiel. Oder ein Outpost, like. Die haben ja schon die Army Warehouses. Alter, da sind Pseudo-Hunde. Junge, hör mal auf mit den anderen da. Ich will nur dich töten. Alter, hey, Jossa, das ist der Jackpot, Mann. Nevermind, das ist die eine Niete. Und das ist die andere. Moment. Updated. Haben wir einen gefunden? Ich sehe keinen. Oh, nevermind. Sah der nicht mal aus wie eine Kackwurst? Ja, wir können jetzt nicht, weil wir bleeding sind. Aber wir sind zufälligerweise auch im richtigen Gebiet für die Quest. Ja, ich nehme mir eine Bandage. Halt deine Fresse, Spiel. Wir können die Fetch-Quest endlich weitermachen. Geil. Warum habe ich denn gegessen? Ich wollte eigentlich ein Medkit nehmen. Ach Mann, ey. Fucking Medkits. Fucking Scheiße. Fucking Protein Bars, Mann. Es kann nur Drago sein. Ist schon dunkel geworden. And the job is done. Здравствуй. New Mission, Find the Wish Granter. Das klingt doch so, als wenn wir plötzlich einen riesigen Sprung in der Hauptquest gemacht hätten. Find the Wish Granter ist wahrscheinlich Go to Pripyat. Aber mein, Alter. Okay, wir haben eine riesige Fetch-Quest gemacht. Um dann zufällig eine GNS-MPP. Keine Ahnung, ich hätte erwartet, dass Broke uns mal anspricht nach dem Versteck. Nix. Fucking nix, Mann. Vielleicht haben wir auch noch nicht genug Reputation, das kann auch sein. Tanro, es wird Zeit, dass du dich begräbst.
Удачи тебе! Ja, mit den NPCs. Du hast mir schon verraten, dass er da ist. Aber ich will ja die Hauptquest eigentlich lang gehen. Das fucking Geräusch, ne? Geht mir so auf den Sack, Mann. Ich will auf jeden Fall die Pseudo-Brain-Tissue abgeben. Außerdem haben wir die Artefakte gefunden, die muss ich auch loswerden. Die wiegen viel. Money, money, money. Dass wir mal nicht pleite sind in dem Spiel. Das ist krass. Aber wir haben auch die letzten Male, die letzten drei Male, wo wir pleite waren, auch immer gute, wertvolle Anschaffungen gemacht. Love it, Timmy. Yo. Job is done. Чем пожаловали в мою скромную лабораторию? War ordentlich cool. I'll do it. Bei Easy Quest. Nimm. Oh. Sad. So, bei dir kostet das keine 3000, ne? Ist fair. Fair enough. Was machen wir denn als nächstes? Ich hätte halt gern mehr Relation mit denen, weil ich das Gefühl habe, dass wir dann easy an den Zwadoff kommen. Ja, wir machen das Metagame. Vielleicht ist es auch broken, weil ich schon mal mit ihm gesprochen habe, ohne es zu merken. Das kann auch sein. Glaube ich zwar nicht, aber wir gucken mal. Все, музыкальная пауза. Привет, брат. Damn it, ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet und dann vergesse ich meine Harmonika. I don't know, ich glaube, Strelok ist hier noch gar nicht. Kann natürlich sein, dass du mich auch die ganze Zeit geshit-talkt hast und der hier sowieso nicht ist. Das weiß ich nicht. Ну рассказывай давай. Все вопросы к главному. Здорово. Кеша, mit dem konnte ich reden. Ich kann mit niemandem von denen reden. Du bist nur ein Werkstatt-Dude, ne? Fick dich doch. Was bist du für ein Opfer? Если нужно что, спрашивай у главного. Ах, вот он мне с оборон сегодня будет. Alter, 63? Da geht noch mehr.
Also, ich würde sagen, hier ist er nicht. Noch nicht. Zumindest. Dann gucken wir doch mal, ob wir nochmal mit Rogue jetzt interagieren können. Vielleicht ist es wirklich eine Sache... Wann habe ich das denn angemacht? Vielleicht ist es ja wirklich eine Sache, dass wir noch nicht genug Charisma, also Relation oder whatever Punkte haben. Was esse ich denn morgen, Jungs? Ich bin morgen auf der Arbeit. Aber Freitag gibt's in der Kantine nur Shit und ich habe auch keinen Bock einzukaufen. Uff. Wird schwer. А вот такое вам как? Привет, брат. Дума Викса, это erzähl endlich was. Ja, wir reden mal weiter mit ihm. Curiosity killed the cat, but let's say I stomach you for a while. My buddy and I used to be soldiers. We were excited at first when they assigned us to the zone. Didn't take us long to realize the conditions were horrible and the pay laughable. Then we saw some of our comrades making deals with the common stalkers. We thought they were better off, so one day we wandered off on a patrol, fully equipped and all of our stuff and backpacks. We joined the stalkers in the rookie village and began our little adventure from there. Really, these days I'm just like any other stalker, only with discipline and combat training. Thing is, wenn man military boy mäßig equipped im rookie village anfängt, das ist ein ziemlicher OP Start, Alter. Yeah, you mentioned a friend and you're one of Salok's group. Where's the rest? Both Strelok and Stitch stayed behind in our hideout in the outskirts of Pripyat. I came here alone to find a powerful weapon. You came here from Pripyat alone. I heard the place is a goddamn death zone. That is right. Wasn't easy, but I managed. There are a few things that don't fall apart when my LMG starts talking. I see, but there are only three of you? There used to be five. Hang on. Gatekeeper said you did great fighting the monolith near the barrier. What happened after that? Alright. With Strelok's knowledge of the zone and Wayfarer's ability to find a safe path through anomalies, we were all able to reach Pripyat. Neither mutants nor monoliths could stop us. But then shit hit the fan. We were making our way northwest. The two demons orated. When we had another skirmish with monolith forces, the four of us sought cover behind wrecked cars on the street while my buddy Scope covered us with a sniper fire from the rooftop. We were about to finish off the enemy when I heard assault rifle fire from his position. I looked up and saw him falling from the rooftop of a five-story building. And there was that fucker. One of the monolith ambushed your friend? Not a simple fanatic. The guy stood there, glaring at us, in his weird patchwork armor. I tried to put a few bullets in his head, but he disappeared. I knew Scope become a bloody pancake, so I focused on our fight. The monolith got a second wind and Strelok told us to... Kann der mal endlich die Fresse halten? В общем, хватаю Василия за ремень, бежим. Ну, сами же понимаете, из блокпоста... I killed a few of them with suppressive fire, but then that guy came out of nowhere again, walked through gunfire, chanting his nonsense. I am Eidolon, chosen of the monolith, the bane of infidels. He kept repeating that over and over again. Eidolon, huh? We eventually killed the rest of the force, but that bastard refused to die. There was a moment our whole group had the guns trained on him, but he simply kept advancing. The bullets looked like they couldn't quite reach him. He shot me in the arm. Wayfarer wanted to get him, but the fucker picked him off. Strelok tossed a grenade at him, and together with Stitch, they dragged me away. Damn, did Strelok get that Eidolon guy? He didn't. The fucker didn't pursue us any further, but I saw him through the smoke still standing. That wasn't normal. I get he had some sort of hybrid red suit on him, but nobody should be able to absorb that amount of damage. Maybe he had some rare artifact on him. I don't know. So, your group found a hideout and Strelok sent you to find a weapon that can finish that guy off. Exactly. We tried to move further into Pripyat a few times, but the monolith kept turning us off. It's like they knew we were going every time. We withdrew
to the outskirts and you know the rest. Okay, I see. Can I help you with that in exchange for Silic's knowledge in the zone? How does it sound? Like a fair trade, deal. I'll be heading back to Pripyat soon. Stock yourself up on gear and tell me when you're ready. Basically hat er uns jetzt von der Quest erzählt, die wir schon gemacht haben, und jetzt geht der Progress in der Quest weiter. Alright, we'll go through Jupiter Underground, not the safest path to the hideout, I know, okay. Do we now, huh? No. Was das heißen soll, Alter. Ich gehe nach Pripyat, wenn ich nach Pripyat gehen will, Mann. Ich bin freier Stalker, Mann. Auf mich zu diskriminieren, weil ich kein Equipment habe. Aber so langsam kühlt ab. Ich merke das. Давай, ich meine, generell bin ich ja all ears, mit ihm durch den Underground zu gehen. Ich habe nur keinen Bock, den ganzen Weg zu laufen, aber wir machen es mal. Ich denke nicht, dass wir mit Fast Travel und NPCs auf das Glitch-Niveau von Golden Sphere kommen würden. Von daher wird schon halb so wild sein. Klingt doch praktisch, Mann. Mercs gegen Bura? Ich glaube, das ist Monolith gegen Bura. Ja, Rogue, bist du so ein behinderter Fuck-NPC oder kommst du mit mir mit, wenn ich einen Bogen um die gehen will? Ich stelle euch vor, ihr heißt Petya Snot. Ja, bringt super viel. Haben wir nicht schon mit mehreren NPCs gemacht und die fighten trotzdem wie die Wilden. Ich würde sagen, das Ding hier ist noch nicht so ausgereift, wie sie es gern hätten. Ja, ist ja schön, dass es bei dir bis jetzt immer ging. Aber ich habe es on-stream schon mehrere Male verwendet und die Leute sind abgegangen wie die Berserker. Ja gut, kann sein, dass die Quest-NPCs das nochmal ein bisschen enger nehmen, weil Quest-NPCs habe ich bis jetzt nur ihn gehabt. Warum ist sie denn nicht geladen?
Ну, я слушаю. Nice. So, wir gehen weiter in Rogue. Ich kann auch nicht wirklich sagen, ob der Dude wirklich hilfreich ist, aber muss er auch nicht sein. Hast du was dagegen auszusetzen? Ich glaube, wir sind weit genug weg, um die Mercs nicht zu triggern. Das passt schon. Boys. Like, wer hat den fucking Sommer wieder angemacht? Ich hasse den fucking Sommer. Einfach geradeaus, oh ja. Ich habe die Tage wieder jede Menge Command & Conquer Remastered gespielt. Insbesondere die JDI, ne gar nicht, die Nord-Kampagne nochmal auf schwer. Weil ich mich... Also, wir haben damals im Stream das Remaster gespielt, aber die Difficulty war zu dem Zeitpunkt so fucking absurd. Ich kann mich noch an Grenadier Drive-Bys erinnern. Ja, und deswegen hatten wir da nur die, also hatte ich dann nur die Normal Difficulty Achievements, sondern jetzt hole ich die ganze Scheiße nochmal nach. Und das ist halt jetzt so fucking easy im Gegensatz zu damals. Yo, ich habe kein Stamina mehr. Deswegen stehen wir jetzt kurz hier rum. Was hältst du davon? Hab ich mir gedacht. Das war ein BM, was der gerade gemacht hat. Aber hier ging's doch sonst nicht in den Prepared Underground, oder? Ich überlege gerade, wo es in Call of Pripyat da nochmal reinging. Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, hier ist es auch nicht. Connection lost. Ja, wir müssen eh underground jetzt gleich. Ach, da. Okay. Connection lost. Ja, das könnte schon eher sein. Okay. Ja, Glück, wenn ich.
shit, man. Bin mal gespannt, wie es hier unten jetzt abgeht. Ich denke mal nicht, dass hier irgendwelche Scripted Events sein werden. Ich denke mal, ich hätte auch jeden fucking anderen Weg nehmen können. Deswegen, das wird wahrscheinlich einfach nur ein Lauf von A nach B sein. Ohne irgendwelche Special Events. Hast du nicht ein LMG oder so? Atwali! Atwali! Ja, du kannst gerne auf die Kleinen schießen, aber ich hätte es lieber, wenn du auf die Schnork schießt. Ja, ja, genau auf den. Aua. Der hat den einfach weggezogen. Eins rüber geknüppelt und gut ist. Das hasse ich ja, dass man trotz Exoskeleton von manchen Viechern kein Damage bekommt und man bleedet wie Sau. I don't know, das passt einfach nicht zusammen, finde ich. Noch eine Ratte? Schießt du denn da? Auf den Schnork. Hat auf mich gezielt, der Wichser. Warum können die auch fliegen, Alter? Hauptsache, der macht das. Schnocks sind so absurd, Mann. Like ein fucking Dude, der rumkrabbelt und eine Schnorchelmaske trägt. Like fucking hell, warum sind die so stark? Hat der Secret Rapist Powers oder so? Ist das Damn Autism Strength? Was soll denn das? Wo soll ich da durch? Hier. Knapp aber, wird schon klappen. Nevermind, Alter. Oh boy, ich hasse den Underground jetzt schon. Ich hätte auch einfach woanders lang gehen können, so ist es nicht. Okay. Meinst du, das ist so ein Retardin-Probuscus, Mann? Wie so eine Fliege mit ihrem Schnorchel schnorcheln die Retardin weg, ja? Dann brauche ich eigentlich auch so ein Ding. Das erklärt aber auch meine natürliche Fehde mit Schnorks, Mann. Die wollen mir das Ritalin wegschnorcheln. Das geht nicht. Ich find's krass, was sie mit der Spieler-Hitbox machen, wenn die auf einen zurennen. Warum sind denn da zwei, Alter? Was soll denn der Unsinn? Und warum kann der Kickboxen? Das können die anderen Schnocks nicht. Zum Glück haben wir noch Ammo ohne Ende.
Jo, ich will da nicht lang. Das sieht mir schon zu gefährlich aus, Rock. Kann ich mich über den Truck durchscammen? Na, dann hast du aber wahrscheinlich Probleme, ne? Kickboxing Banana. Ich überlege, wie viele ich von den fucking Videos gefressen habe. Like, was rede ich da? Ich habe alle von denen gefressen. Hier ging schon in diesen großen Rundraum, ne? Schön, wie der Dude nicht mal die Ratten abstechen kann, Alter. Aber ich höre jede Menge Leute ballern. Wir sind nicht alleine, das ist gut. Wenn die auch auf Schnork schießen. Jo. Er hat einen getötet. Warum sind hier so viele von denen? Ich will da jetzt drauf und dann da drüber gehen. Danke. Okay. Stealth ist eh für Muschis. Okay. Die immer mit dem fucking Slugs und der hat wieder so, so ein Spasti Exoskelly. Der auch. Puh. Ja, den Trick kenne ich. Hab ich nicht. Das war close, aber hab ich nicht. Blutet der? Ich liebe euren Loot, auch wenn ihr Hurensöhne seid. Fickt euch doch alle, ich nehme eure Muni. Die Loot hier Boys haben nicht so guten Loot. Verrückt.
Hast du gerade geredet? Schön, irgendwo hat noch einer geredet. Gib mir deine Hände, Mann. Aha. Ich traurig so abzudanken. Fucking hell, Mann. Oh boy. Ich bin gerade nicht mehr sicher, ob ich die alle gelootet habe. Lieber double checken. Wie sieht's denn hier aus in dem Department? Nicht so gut, ne? Machen wir denn da? Was machen wir denn da? Oh, scheiße, wenn man die ganze Zeit seinen Exoskelly mit Kleber repairt, kostet das überhaupt nichts, Mann. Yo, 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 lass mich gehen! Geil. Muss ich nichts drücken, ne? Ich kann einfach abhauen. Ich einmal hier hochgehe. Nehme ich die Experimental Notes halt mit. Nein, 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 nein! Ich hab grad gedacht, da liegt noch ein Monolith, aber es war nur ein fucking Ratte, Mann. Nicht, dass es da viele Unterschiede gibt, aber ganz kleine gibt's da schon. Fucking Rookies. Wie seid ihr überhaupt hier gelandet, Mann? Oh, das gute alte Mais. Yes, yes. Hallo, Liquid. Hallo? Zum Glück sind die Zombies nicht besonders schnell. Im Gegenteil, da hat man alle Zeit der Welt.
War ein Zombie, das war nicht gemein. Fucking Hornsohn, alle von euch. Willst du mir keine Deckung geben? Jetzt tu doch nicht so, als wenn du am Kämpfen wärst. Du kämpfst gegen fucking Ratten, Alter. Die können ja nicht mal einen Kratzer eintreiben. Oh, wow. Okay. Meinst du das jetzt ernst, ja? Meinst du, weil du aufgeflogen bist, kannst du jetzt nochmal hier einen rausholen? Superkleber, ne? Hallo, dein Herr Bock. Weißt du, da ist Liquid wieder mit seinem gefährlichen Halbwissen. Gibt halt direkt eine Menge, die ihn disproven könnten. Ich kletter die Leiter hoch und kick dir in die Balls. Oh boy, das ist nicht die Leiter, das ist nicht lang genug, vergiss das. Ist der Laundromat hier, ne? Mein schon. Ja. Hallo Project. Ага. Ну, привет. Also die Quest jetzt bei ihm abgeben, ja? Okay, danke. You're still tried, nice to meet you. Another stalker all the way here? You've come with Rogue, eh? That guy doesn't make friends easily. What did you do to him? Mind control? Oh no, just good old favor for favor kind of thing. Fair enough. I hope you are under control in disguise, though. Are you? No. I'll be watching you. And yes, I'm Stitch. Combat medic extraordinaire. I can stitch you up as long as I've got all the parts necessary. I'm an expert with a needle, but I keep losing them. Ah, there. Here's one. I'll be going now. Hey, don't go. Yeah, tell me about yourself. What can I say? I try... Excuse me? Noch ein Hydrate. Hör auf damit jetzt! What can I say? I try to keep a good, even spirit out here. See, whenever I contract a sudden case of bullets, I'm the one who stays behind and does his magic to cure them. I used to be a nurse before I came to the zone. Huh? That's so funny about that. Anyway, I hold my own during a gunfight just fine. Got this little buddy to help me out in case someone wants to shoot the medic, or mind control, or trample, or eat, you know the deal. I met Strelok in Agroprom some time ago. Poor guy's always getting into trouble, so I tag along to patch him and Rogue up in the aftermath. Eh, too bad I couldn't save Scope and Wayfarer. Let's drink to them! Path isn't really that safe, huh? Fuck, they must have followed me. Saw me enter and set up sentries to defend the passage. Was still safer than going through Pripyat directly, I'll tell you that. What's next, Rogue? We carry on. Those were just some small fry. I still need to prepare for the invincible fanatic. I'm giddy with anticipation. You're almost funny. Now, let's go.
Окей. Привет, брат. Ну, привет. Hast du auch richtige Ammo und nicht nur den Scheiß, den Fuck Shit, den niemand haben will, die Dreckskacke? Ihr habt doch bestimmt so ein Stashy-Stash, ne? Da. Ich weiß nicht, keine Ahnung, Zero. Für mich sieht es so aus, als sollte jetzt eigentlich was anderes passieren. So, hey, das ist Trelok. Das ist Zemedia. Aber für mich sieht es jetzt so aus. Guck mal auf den PDA. Für mich sieht es jetzt so aus, als soll ich jetzt den Fnatic töten, Mann. Ah. Eigentlich hätte ich was anderes triggern sollen vor dem Laden, ha? Huh? Mit den ganzen Losern in den Enken auf sich. Mit einer Leiter mit ihm reden müssen. Ich meine, es ist nicht so, als wenn wir jetzt viel Fortschritt verlieren, kommen wir immer noch. Vielleicht ist er auch der Sequence Breaker. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja. What's next? So, und jetzt soll ich da rein. Hier, spätestens in dem Raum, würde ich eigentlich irgendwie ein Update erwarten. Листики летают по спирали. А дальше-то что? Так, значит, присел, взял камушек земли и кинул его на весик. Ну, привет. Nach oben, na gut. We upstairs now. Doesn't work, though. Ich hab gedacht, er hätte sich beruhigt. Strelok, I presume. Yes, I wasn't expecting Rogue to recruit anyone. We could use a fellow stalker's help at any rate. We struck a deal anyway, I need to talk to you. Talk, let me guess, your leader wants to extract some secrets of this zone from me. Exactly. Everything's got a price, and I paid dearly to obtain the knowledge I now possess.
I'm not exactly eager to share knowledge, in part because there's so much I'm uncertain of. Well, I agreed to assist you against the monolith problem in exchange for your knowledge. Rock said it's a fair trade. Maybe, but I must find some answers myself. Answers only the heart of the zone may provide. I urgently need to return there. But we've been stalked by an unusual monolith soldier. We can't get past him. Yeah, Rock told me about Eidolon. We've got the experimental weapon that should kill him. The only thing that's left is to find him and waste him. I see, with some additional firepower we can prepare for the final push. However, we'll confront Eidolon only when we're completely ready. All three of us need some work to be done first. Okay. Yeah. Ich gehe erstmal nochmal runter. Fucking Türe! Yeah, how can I help you prepare for Eidolon? Local stalkers reported an aggressive pseudo-giant roaming the area. It's difficult to plan anything when that thing's wandering about, just waiting to barge in at the worst moment possible. We can't afford any distractions here. I've uploaded its last known location to your PDA. Go kill it. So, your Stitch. Yeah, oh no, I'll be going now. Is there any work you want? You see, I never run out of bullet wounds and lacerations to treat, but I haven't gotten infinite supply of stuff to treat them with. We're gonna need more medical supplies. Can I count on you? Radio protectants, okay. Für mich sah das intentional aus, dass man da oben mit dem sprechen muss. Nur ich hätte ihn halt vom Questmarker nicht oben erwartet. Ich habe aber auch noch nicht pinpoint genau den Questmarker zurückverfolgt. Und was willst du für eine Quest haben? A secret underground lab located in this part of the city. I haven't visited the place yet, but I suspect it may contain another piece of the puzzle. Go there and seek any documents that might have been left behind. Yeah. By the way, here are your notes. I found them in your old hideout, and I almost forgot. Doctor wants you to pay him a visit sometime. Thank you. So, he's still alive. My only remaining friend from the old days. I hope I'll be able to find time. Ooh. It's okay, I guess. Ist nichts, was ich jetzt wegwerfen würde. So, Pseudoriese. Gerne schalte ich diesen Hund aus. Doch wohl mehr als 9 Kugeln. Habe ich die ganze Zeit im Underground geballert? Oh, damn it. TF1-Granaten sollten genug sein, oder? Okay. Solange wir nur eine Granate in der Hand halten, können wir unsere Waffe nicht fallen lassen. A well-groomed telepath. Look at that. Mein Panic muss schneller angehen, wenn ich gelben Bildschirm sehe. Da muss normalerweise direkt Controller-Mode einspringen in der Mod. Bestimmt voll geil für die Bitradio.
2 Pseudogiganten. Aua. Hat der Bus sich gerade bewegt von seinem Stampfer? Ich verstehe halt nicht, warum man in der Mod den Dingern so schlecht ausweichen kann. Es war doch wirklich so, dass wenn die auf die Erde stampfen, man springt und man keinen Damage bekommt. Warum ist das jetzt so anders in der Mod? Like, manchmal funktioniert das und ich habe gedacht, mein Timing ist off. So, jetzt springe ich schon extra spät, ich kriege aber immer noch den fucking Damage. Ist nicht besser, wenn man was sehen kann. Huh? Like, could you please not? Wann machen die so Schnorchelgeräusche? The clown behind you! Vielen Dank fürs Followen. Wow, Project. GIF. Alter, das Geräusch. Ah, das muss ich vergessen haben abzuladen. Damn it. Nein, ich habe den Trailer gesehen. Ich fand ihn gut. Weg zum Laundromat, Mann. Die Unwissenden. Yo, Rogue, ich hab die Quest gemacht. Gib mir Geld. Was zeig ich damit? Good job, now we can focus on the Monolith. So, was sind denn Radio Protectants, Alter? Yo! Ein Hard Save. Warum? Kann ich ja machen, bevor wir die Quest machen. Also bevor wir die letzte von den drei abgeben. Ja klar, was soll ich denn sonst spielen bei der Hitze? Tanro, du dummer, mieser Ficker, Alter. Fick dich doch selber.
Anno muss ich wirklich was zu Anno sagen. Zu Anno kann ich erst was im Discord neulich sagen. Wir hatten eine richtig geile Runde am Start, aber die Story will ich jetzt nicht ein 30. Mal erzählen. Wisst ihr, woran Diablo 3 gescheitert ist? Pass auf. Angefangen aufzunehmen. Aufgehört aufzunehmen. Alle spielen weiter. Like, ich extra einen Account gemacht zum Zusammenspielen. Alle spielen weiter. Like, ist es denn so schwer, für die Stunde, die wir da hatten, einen anderen Charakter dann anzufangen? Das hat nicht so gut geklappt, wie ich es eigentlich vorhatte. Ach, damn it, Boys. Ist zu warm. Wir können eigentlich mal. Ich bin ja gestorben, bevor ich den Shit abgelegt habe. Den Shit in unsere Haupttruhe bei unserem anderen Werkzeug legen. It's unsafe to travel with enemies nearby. So ist das also. Bringt voll viel, eine Klima zu haben, die nicht kühlen kann, wenn die Sonne scheint, Mann. Also ein bisschen zu klein gekauft, ne? Ah, fair enough. Sonnenseite sein ist shit. Und dann noch Dachgeschoss. Ich weiß nicht, ob du Dachgeschoss bist, habe ich gerade eben nicht gelesen. Aber Dachgeschoss sein ist halt nochmal tödlicher. Ja, okay. Direkt unterm Dachboden ist die Dachgeschoss. Nö, ich fand gut, was ich gesehen habe. Was soll es da genau geben? Ich bin trotzdem skeptisch, dass es so gut wird, wie ich es will, dass es wird, aber man weiß es nicht. Oh, mein Anzug, was denn da passiert, Mann? Das kann nur Patafix fixen. Das ist der falsche Patafix. Der da. Oh yeah. Jetzt haben wir auch keinen Kratzer mehr auf dem Bildschirm. Darf ich jetzt schnell reißen oder sind hier immer noch Gegner in der Nähe? Ich meine, ich bin das Gebäude einmal rumgelaufen. Ich habe keinen gesehen, deswegen würde ich jetzt behaupten, die Luft ist rein. Anomaly, Boys, ich sag's euch. Ich mir vorstelle, dass ich morgen auf Arbeit bin und morgen noch wärmer wird. Och, Jungs, muss das sein. Und ich habe einen Mückenstich am Arm. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich habe keine Mücke hier drin gefunden. Jetzt sind da schon wieder am Ballern, ha? Huh? Das kann ich mir nicht entgehen lassen.
Alle tot, kann das sein? Like, ausnahmslos, Party-Wipe. Das sind wir ein paar Gatekeeper hier, Mann. Würde mich nicht wundern, wenn die mich dafür verantwortlich machen. Ich will mal sehen, wie viel das Reparieren kosten würde. Ich hab schon ein nices Equipment gehabt hier. Warte mal. Die hätte ich gern. Aber das ist auch typisch, ne? Wir haben, keine Ahnung, bestimmt 3 Tage nach den Dingern gesucht, ne? Kein einziges Vieh taucht auf. Wir haben die Quest fertig. Bam, bam, bam. Jede Ecke. Genau, ich wollte gucken, wie viel die Scheiße kostet. Have encrypted PDAs hier. Mach mal, danke. Teuer, aber nicht so teuer. Pack die erstmal auf Seite. Ammo haben wir auch. Jede Menge Shit, der weg kann, haben wir auf jeden Fall. Wie viele Weed-Stängel haben wir jetzt schon, Mann? 3. Reicht ja nicht mal für einen Abend, Mann. Knowing is half the battle. Ach, das war irgendeine Sammel-Mutant-Part, ABC-Quest. Never mind. Können wir immer machen, aber nicht jetzt. Ja, ist okay. Ammo ist nicht okay. Ammo ist nicht okay. Und wir haben noch eine Quest bei Voronin, die ich schon eine ganze Weile abgeben wollte und irgendwie jedes Mal drum rumlaufe. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, dran vorbeilaufe. Aber jetzt auch drum rumlaufe. All documents. Na, no, never mind. Ich hatte wirklich im Kopf, wir hätten eine vernünftige Quest hier, aber never mind. Die Documents behalten wir. Dann, Petrenko, ich hätte gerne Ammo. Gif. Bank. APC? APC nicht viel, aber ein bisschen reicht. Ein bisschen Pistolonin. Ich meine, wir haben jetzt insgesamt 15. Plus nochmal die guten. Ein Magazin, das reicht. Das reicht. Wir können uns nochmal auf ein Mutanten-Battle einlassen. Vielleicht haben die ja eine neue Herausforderung für uns. Im letzten Mal war es ein Schnork, danach durften wir eine Weile nicht kämpfen. Was ist diesmal? Bloodsucker. Ja. 30 Sekunden. Mehr braucht man nicht.
Just in case. Ich habe das Gefühl, die hätte aufgehen sollen. Aua. Super clever. Achso, brauche ich gar nicht. Jetzt krieg ich es aber nicht mehr raus. Egal. Yo! Das mit der Granate war keine gute Idee, huh? Aber mein. Привет, брат. Bevor ich jetzt speichere oder weitermache, gucken wir erstmal, wie der Rest hier gerade über mich denkt nach der Granate. Weil wir könnten durchaus Leute getroffen haben. Ich könnte schwören, die Duties waren mal grün. Aber die muss ich auch nicht grün haben. Hier irgendwelche Auffälligkeiten? Nö. Ja, ist okay aus, tatsächlich. Ja gut, dann haben wir wohl doch keinen Stalker hier umgebracht oder angegriffen. Überraschend, aber manchmal läuft das. Dann gib mir meine Belohnung, du Hund. Ani hieß der, ne? 9000, das ist in Ordnung. Tut mir leid, dass ich immer deinen Bildschirm klaue. Hier. Das sind wieder für die nächsten drei Male. Hat der schon immer so einen fetten Schnauzer gehabt, Mann? Krass. Boy. Ich mag es, wie der Boy sagt, man. Boy. Okay, Boys. You know what that means, right? Hallo? Hat er mich da rausgekickt? So, Boys. Ich bin für heute raus. Und du bist eine viel größere Cocknase. Spiegel, Spiegel. So, Jungs. Treibt's nicht zu bunt am Strand. Wir sehen uns morgen wieder.